Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Runde Space Marine. Nee, scheiße. Zu einer weiteren Runde Space Hulk Tactics. Und wir spielen nicht die Space Marines, wir spielen die Genstealer, / Symbionten. Und ja, wir gehen mal voran. Achso, ich muss erst hier hingehen. Ultramarine, ach komm. Gehen wir da hin, was müssen wir da machen? Töte den Träger der Plasmakanone. Ja, dann machen wir das. Squad Mithraea had found a weakness in the structure of the derelict. An ancient network of plasma energy conduits was still functional, and their destruction would likely split the space hulk into fragments. Meanwhile, their battle brothers in Squad Vandarius worked to activate their sentry turrets. But the Gene Stealers were not idle in the face of these invaders. Lurking close to the Marines in the corners and recesses of the wrecks, a rare type of biomorphic Gene Stealer was about to launch a crushing assault. Ja, dann. Beschütze zwei markierte Objekte. Töte den Träger der Plasmakanone. Okay. Ja gut. Zwei markierte Objekte. So, was soll ich noch alles machen? Synchron-Symbionten. Wow. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich mir so ein Spiel erstelle, dann würde ich doch versuche ich doch, die Figuren, die Objekte irgendwie unterschiedlich wirken zu lassen. Nicht, dass sie synchron sind. Das ist irgendwie schade. Aber na gut. Vielleicht ändern sie da das nochmal. Das sind so manchmal die Kleinigkeiten, die mich nerven. Es müssen ja nicht alle vier Genstealer, die uns gezeigt werden, auf einmal sich gleich verhalten. Also bei den Marines hat man ja auch ein bisschen Abwechslung reingebracht, behaupte ich jetzt einfach mal so. Aber das sieht man ja auch eigentlich auch schon, dass es andere Einheiten sind beim Sergeant und bei dem mit der schweren Waffe. Die bewegen sich, glaube ich, anders als die... Beware, we are entering an old vessel. Watch for any traps the green skins may have left behind. How could such a disarray ever function as a starship? Cool. Orkish contractions are unstable. Do not open fire unless you have a clear line of sight. Explosive materials and fungal growths are everywhere. Perhaps you could turn that to our advantage. Use them to kill the Xenos. Cool, die Pilze müssten ja von den Orks kommen, weil die Orks ja quasi aus Pilzen entstehen. Ah, da ist er, ja. These energy conduits are heavily armored. There is no other option. We need to destroy them with a shot from the plasma cannon. Understood, Brother Sergeant. Plasma cannon stands ready to cleanse and burn. We are Steel and Doom. Ja, wir are Steel and Doom. Ja. Den Doom müsste ich auch mal wieder spielen. Kann ich den schon bewegen? Warum kann ich nicht bewegen? Warum geht das nicht? Habe ich das vergessen? Der blinkt auch rot. Das scheint ein Objekt zu sein, was wir einnehmen müssen. Okay. Die US-Baumpunkte. Wie komme ich zu dem? Muss ich den selber rausholen oder muss ich einfach nur vier Punkte hier in diesem Ding da haben? Ich weiß es echt nicht. Ach, hier hätten wir gucken können, wir eine Karte umwandeln können. Hey, das ist die Türheile. Ich krieg die Ork-Tür nicht kaputt. Ja, was ich nochmal sagen wollte. Space, so ein Space Hulk besteht natürlich aus verschiedenen Schiffen. Muss ja nicht alle von Imperium sein. Das können ja auch welche wie hier jetzt zum Beispiel von Orks auch sein. Dass auch Ork-Schiffe dabei sind. Und das haben jetzt die Ultramarines betreten. Natürlich sind die Symbionten auch schon vertreten. Und ich glaube auch, diese Pilze sind irgendwie Pilze von den Orks. Ich weiß nicht, ob aus diesen Pilzen jetzt Orks entstehen können. Aber also ich glaube mal, einen Codex gelesen zu haben, dass die Orks aus Pilzen entstehen. Aus Pilzsporen. Irgendwie so war das.
Wir können ja nicht auf die schießen. Macht ja keinen Sinn. Wir haben ja keine Waffen. Also die Symbionten haben keine Waffen oder die Genstealer. So, kann ich dich bewegen? Wandle Karten um. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Ziele auf. Nee, ich brauch mehr. Und. Hm. Kann ich noch eine Karte umwandeln? Es geht nur eine? Nein! Hab's nicht. Muss ich jetzt 4 von den Punkten haben oder was? So, jetzt habe ich 4 Punkte ausgewählt. Aber ich kann den immer noch nicht haben. Kriege ich dich? Bulwak oder so? Wo hast du da richtig gepanzerte? Ja, 5 AP haben wir. Ja, er hat 4. Aber wie komme ich? Muss ich ihn zu ihm? Ich verstehe es nicht. Töte Plasma, beschütze markiertes Objekt. Ja, toll. Wenn der da mitten auf der scheiß Ecke steht, wie soll ich den beschützen? Die müssen doch nur die Türen aufballern. Und dann ist der Geschichte. Okay, das war jetzt die... Wir haben jetzt die gesetzt. Die Plips gesetzt. Und jetzt müssen wir noch rein, theoretisch. Ne, der ist ja noch gesperrt. Da ist auch schon einer. Scheiße, den habe ich vergessen. Wir können nur... Scheiße. Den habe ich vergessen. Den habe ich nicht gesehen. Ach, dann bin ich gleich tot. Oh Gott, das ist schon mal schlecht. Weil wir können, glaube ich, nur 6 Felder gehen und ich glaube, im Nahkampf komme ich dann nicht mehr. Wäre jetzt so geil, weil der Sergeant steht da so schön. Dann bleiben wir mal weiter weg. Ich gehe einfach nur 2 Felder vor. Er sieht mich noch nicht, weil ich, er hat sich ja nur quasi seine Schulter so in meine Richtung gedreht. Decken oder so können wir nicht. Schade. Aufdecken wollen wir nicht. So, ich hätte gerne noch den nächsten geholt. Wie kriege ich den nächsten nicht? Kann ich nur einen aufdecken in der Runde? Nö. Hä? Wieso? Will ich jetzt. Ich hab keinen Bock hier auf diese Uhr zu klicken. Ich will jetzt gerne mal einen nächsten haben. Kann ich irgendwie auch nicht bewegen. Hm. Will den nächsten holen, verdammte Axt. Ja, jetzt ist nämlich den hier Zug wieder dran. Ey. So konnte ich ihn jetzt keinen anderen weiteren holen. Es ging doch vorher auch immer. Warum habe ich schon wieder Tonknaken? Er ballert auf alles. Ja, super. Er kommt an die Konsole ran, was immer die Konsole macht. Vielleicht ob er irgendwelche Waffen aktivieren kann. Noch einen Schritt nach vorne. Ah, du kleine Fotze. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte reichen. Nein, jetzt hab den... Ach, bleib doch. Mach... Nein. Ach, Sackgesicht. So.
ich dich endlich mal bewegen? Ich verstehe das noch nicht so ganz hier mit dem Bulwark da. Jetzt haben wir die Plips gesetzt. So. Jetzt ist mein Zug dran. Und jetzt würde ich gerne ihmchen zum... Oh, jetzt dürfen wir ihn bewegen. Halleluja. Weil der ist ja voll im Feuer drin hier. Feuergefecht. Alter, deine Reichweite. Die haben ja die Mega-Reichweite. Ich glaube, so viel, so weit kommt meine. Anne, meine konnten wahrscheinlich letztes Mal nicht so weit gucken. Weil sie. Ach, die Tür ist noch zu. Ah, die müssen ja hier raus. Kannst dich da quasi schon mal an die Seite hinstellen. Dasselbe plane ich jetzt da auch. Ich möchte gern einen rausholen. Der gleich dahin geht. Und die Tür öffnet. Und oh. Verstehe nicht. So, ich muss auf inaktiv gehen. Jetzt kann ich den nächsten. Der kann nur 3. Was ist, wenn ich ihn aufdecke? Habe ich dann mehr Bewegung? Weil. Ich würde jetzt gerne hier Attacke machen. Hoffentlich schießt er daneben. So. Nein, er hat getroffen. Ah, er hat getroffen. Och, Kacke. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Ach, Mann. Das wäre die Chance gewesen, diesen verfickte Drecksau zu treffen. Entschuldigung, wenn ich so viel fluche, aber das gehört dazu. Dann versuchen wir es nochmal. Dann holen wir uns dann den nächsten. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Dann gehen wir wieder so auf 2 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste reichen. Wir gehen mal wieder 2 Felder, bleiben im getarnten Modus. So. Setzen ihn auf inaktiv. Haben wir noch was? Ah, jetzt. Jetzt geht's. Jetzt raff ich's wieder. Ja, einen Tag nicht gespielt. Inaktiv. Vergisst mal wieder alles. So. Dann hat man da noch einen Plip und. Komm, hör raus. Und die Tür lassen wir aber nochmal zu. Und da würde ich sagen, inaktiv, den lassen wir nochmal. Und dann lassen wir ihn mal. Gucken, was er macht. Ich weiß auch nicht, was man mit der Konsole machen kann. Ob er dann die Türen steuern kann. Auf jeden Fall haben wir hierhin schon, wenn er da irgendwer vorbeigeht, oder in der Nähe ist quasi, uns in den Rücken. Aber das war jetzt nicht der Gegenstand, den wir beschützen sollten, oder? Ne, gut. Ich glaube, das war dann hier der neue Symbiont, den wir da beschützen müssen. Ach, da haben sie die Tür aufgeschossen. Da hätten sie jetzt den freien Weg nämlich zu diesem neuen Symbionten gehabt, quasi. Ich hoffe, dass sie hier weiter den Weg einschlagen. Und ich hoffe auch, dass sie ihn jetzt hier nicht beachten. Na, ah, er beachtet ihn. Er auch. Das heißt, er ist jetzt verschwunden. Weil wir ihn inaktiv gesetzt haben. Das heißt, sie können verschwinden. Natürlich Kacke. Er ballert alles auf. Hm. Umwandlungsphase. Warum kann ich wieder keine Plips setzen?
Kann ich nur eine bestimmte Anzahl auf dem Feld haben oder was? Ich hab ja nichts. Ich kann ja nichts. Was soll ich denn umwandeln, Freunde? Ah, hier Karte vielleicht. Ah, okay. Muss eine Karte umwandeln. Dann können wir jetzt hier. Na gut, der eine hat sich dann Luft aufgenommen. Bisschen doof. Ich werde jetzt hier hoffen auf meinen Angriff. Das da und dass wir hier mehr Truppen kriegen. So. Ein explosives Fass, das alles im Bereich tötet, kann, wenn es zerstört wird. Okay. Kann zerstört werden, um einen Nebel auf mehrere Felder zu legen. Alle innerhalb des Nebels ausgeführten Aktionen kosten einen Zug lang doppelt so viel. Gibt der Nebel uns dann Schutz? Frage und Antwort. Ich weiß es nämlich nicht. So. Ach, da steht zum Beispiel im Fass. So, die lassen wir nochmal da. Die ist jetzt auch nochmal auf inaktiv. Den vorderen muss ich jetzt mal, weil mich das mit dem Pilz einfach interessiert. Und den aktiviere ich mal. Kann ich diesen Pilz freiwillig kaputt machen? Ja, irgendwie nicht. Schade. Ach, wir kriegen auch keine Ego-Perspektive mit den Symbionten, fällt mir gerade auf. Das geht nur mit den Marines. Das ist natürlich schade. Ich würde gerne den Pilz angreifen. Das geht. Was nun? Und wenn wir keinen Schaden kriegen, ist natürlich alles dufte. Und die müssen sich nicht drehen, sind nicht so schwergängig. Gut, dann soll erfüllt. Hier ist nichts los. Haben wir hier einen Pilz? Ne, hier kann man nur Explosion. Explosion ist scheiße. Joa. Der Pilz gefällt mir. Ich ziehe den nochmal dahin. Vielleicht können wir nämlich, wenn er hier weitergeht, frontal angreifen. Aber er muss ja im Leben bleiben. Ach, so ein doofes Ding. So. Dann versuchen wir mal mit demchen hier. Jetzt sich wieder auf inaktiv. Dann nehme ich dich. Und ach, ich kann jetzt so die Tür öffnen. Ach scheiße, es ist der andere da. Geil. Eier kommt da hin. Und ist tot. Ey, ich habe vorhin auf Distanz kaum was getroffen und die treffen oder was? Alte Schweinebacke. Ja gut, die haben gut aufgeräumt. Ich stelle mich hier nicht gut an. Ich bin mit meiner Leistung hier nicht zufrieden. Verdammte Axt. Ich hoffe, meine Pilzfalle da funktioniert. Und der Nebel bleibt. Naja, da stellt sich drauf oder so. Pass auf.
Er blockiert quasi alles. Aber da haben sie jetzt Angst vor dem Nebel und marschieren weg. Wandle Karten um, um neue Plips zu erhalten. Machen wir. Also die mit diesen Punkten sind scheiße. Das sind keine definitive. Oh, die ist gut. So, die ist super. Denn wir brauchen Einheiten. Und ich würde sagen, wir machen die Zweier. Machen wir ruhig von... Den machen wir hier. Einen machen wir von hier. Weil wenn ich da jetzt einen mache, könnte der quasi gesehen werden. Ja, doch, die Reichweite reicht nicht ganz. Na gut. Ich versuch's dann trotzdem mal. Mit dem nächsten, mit denen hier nochmal um die Ecke zu laufen. Die müssen ja hier lang. Die wollen ja raus. So, der Nebel ist weg. Ah, das ist natürlich Kacke. Das ist scheiße. So. Ja, wir können auch inaktiv bleiben. Die Marines müssen... Scheiße, nein, Abbruch. Ah, ich hab Kacke gebaut. Ich hab Kacke gebaut. Wechseln kann ich nicht mehr, ne? Ach, scheiße. Ja, eins, zwei. Warte mal, maximal 4 hat er, ne? Also 2, 4. Kommt er bis hier hin? So. Aber wenn er nächstes Mal 2 Felder geht, kann er ja hierher kommen. Sehe ich eine Wahrscheinlichkeit? Warum habe ich hier keine Tyranniden an sich? Das hätte ich so geil gefunden. Barrikaden durchgebrochen. All units, this is Brother Sergeant Brutius assuming command. All units, fall back to sector Zeta-1-4. We cannot win this day. Prepare for a tactical withdrawal from the Hulk. Ja, dann bereitet euch mal vor. Kommt. Ach, das war's schon. Verdammt, ich dachte, jetzt kommt das große Schlachten. Oh. Und ich stelle mich hier an. Ich dachte, es geht jetzt hier richtig los. Aber trotzdem, hätte ich jetzt ihn nicht töten müssen. Ne, dann wäre er jetzt platt und die Nächsten hätten hier kommen können. Und die nächste Geschichte, den Engpass, hätte ich hier bauen müssen. Und da von hier nach da. Ja gut, erfolgreich. Ach, die Schütze... Ein markiertes... Das war doch diese scheiß Konsole. Könnt ihr das nicht besser markieren? Ich dachte, das wäre doch der Symbiont. Toll, dann gibt's halt nur 200 Punkte DNA. Das heißt sogar wirklich DNA. Having sustained significant losses, the Ultramarines were forced to retreat. The boundary between retreat in good order and a complete rout is a narrow one, despite the martial prowess of the Sons of Gilliman. Alas, however narrow the gap, the gene stealers always find a way to slip through. Ja, und dann haben wir jetzt quasi hier wieder eine Möglichkeit. Töten den Sergeant 3 oder töte alle Terminatoren. Ich würde nächstes Mal eigentlich quasi alle Terminatoren gehen, weil das dann auch noch hier irgendwie römisch 2 hat. Oder müssen wir uns entscheiden? Kann ich da nicht mehr zurückgehen? Ich kann nicht zurückgehen. Das ist ja uncool. Ich hätte gern... Ich mache immer gerne alles. Das mache ich ja auch bei den Marines. Da gehe ich extra den ganzen Müll lang. Den ganzen Schrott. Dann haben wir natürlich mehr kleinere Kämpfe zwischendurch. Aber ich denke mir, hey, dann ist es halt so, aber ich krieg mehr Rüstungsteile und vielleicht bessere Waffen und gut, gib ihn, ne? Ja, die Mission kriegen wir nicht, schade. Töte alle Terminatoren, hätte ich lieber gemacht. Warum habe ich mir die aufgehoben?
Töte mindestens einen Terminator mit einer explosiven Fass. Das heißt, ich müsste einen Symbionten opfern. Der sollte dann halt daneben gehen und dann halt einen Fass kaputt schlagen oder was. Okay. Na gut, tut mir leid. Wusste ich jetzt nicht. Ich hätte dann das doch andere spannender gefunden. Mir tötet alle Terminatoren und ich hätte mich hier nicht dusselig überlegt, wie ich mich bewege. Egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Tipps oder keine Ahnung, Informationen zu Warhammer, bitte ab in die Kommentare. Weiß überhaupt jemand, ob es neue Tyranniden die letzten Jahre gab? Ich weiß, der Symbiontenkult ist nochmal rausgekommen. Aber haben die Tyranniden neue Einheiten bekommen? Wenn ja, schickt mir gerne mal einen Link in die Kommentare oder eine Info. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah ja, abonnieren nicht vergessen. Abo, Abo, Abo.